Um Sprit zu sparen, globale Erwärmung und so, wissen wir ja. Ja, eindeutig. Bereits, wie das ist. Das ist so schön. Warum haben die nicht direkt an der Straße hochgebaut? Ja, das ist mein Gedanke. Ja. Okay, das war ein bisschen zu weit. Die rollt zurück. Was ist das schlecht? Okay, los geht's. Wir sind auf dem Weg zu DJ Pericos ehemaligem Leibwächter. Und unten ist sogar ein Heliplatz, sehe ich gerade. Ja, und damit willkommen zu einem weiteren Video Ghost Recon Wildlands. Mit dem Felix. Hey ho. Und ich bin weg, D.E. Ich lande. Kriegt dafür übrigens kein Geld, dass ich das sage, aber ja. Ich sollte mal da eine Kooperation machen. Ich weiß. Ich glaube, da komme ich gar nicht hoch, wenn ich da die Steine hochkletter. Hey. Ey, ich will da hoch. Ey. Ich kletter mal auf, ne? Jupp. Jetzt hätte ich über Probleme hast. Da hoch. Da hoch. Guten Tag, meine Freunde. Ey, du Krimineller da oben. Beruhig dich. Wir haben. Der ist im Waggon. Im Waggon. Waggon ja. Mit G. 2G. Nein, Spaß. Ja, ja, Waggon. Ich sehe Pericos Ex-Leibwächter. Hallo. Hallo. Ah, im Waggon. Jetzt sehe ich ihn auch. Ich sag mal Hallo zu ihm. Kollege! Nirgendwo geht's hin. Schatzi, komm mit. Wir reden mal ein klein bisschen. Ja, hier ist so alles schon finished. Ich höre ihn. Rede, Kollege. Alto, halt! Der Tengase! Arturo Ruiz? DJ Pericos Ex-Leibwächter? Perico? Verrecken soll er. Er hat meinen besten Freund erschossen. Ihren Freund erschossen? Nein, Mann. Meinen Hund, mi perro. Die süße Paloma hat niemandem etwas getan. Er hat ihren Hund getötet? Warum das? Hijo de su reputa madre. Perico wollte Gras aus einem AR-15 rauchen. Das Scheißding ist losgegangen und hat Paloma erwischt. Ich hab nachts immer noch Halbträume und wache Schweiß gebadet auf. Wollen Sie es Perico heimzahlen? Geben Sie mir seinen Namen und ein Bild von ihm. Mann. Perico heißt Marco Garcia. Fotos habe ich nicht, aber ich hoffe, ihr killt den Motherfucker. Sehr freundlich. Er hat Gras aus einem AR-15 Gewehr rauchen wollen. Und das Gewehr ist dabei losgegangen. Wie blöd muss man sein? Das Gewehr war geladen, ne? Ja, ich hole noch kurz den Nachschub hier mit. Wie blöd ist das denn? Also Leute, ihr habt auch wieder was dazugelernt hier. Fürs Leben. Wow, ich muss was hochgehen. Ist jetzt passiert? Weil da das der Nachschub ist. Um das Signal für Pakataris Rede zu kapern, den Code. Ah ja, da. Dann versuch mal aus dem rauszukommen, ob du auch aufspringen kannst. Da. Ja, warte, ich sink mal ein bisschen. Roman schickt Hintergrundinfos zu DJ Perico. Kannst du? Warte. Ah! Das war ganz knapp der Rotor. Ja, ich weiß, Kollege. Das geht nicht so einfach. Nee, das geht nicht. Video verfügbar. Neuer Einsatz, DJ Perico. Schau ich mir mal an hier. Auf geht's. DJ Perico, der Papagei. Er träumte davon, ein Mixtape-DJ zu sein. Was eigentlich nur bedeutet, Geld mit den Songs anderer zu verdienen. DJ Perico! Zum Glück für die Musikindustrie hatte das Leben andere Pläne. Straßenjunge mit 13. Crack mit 14. Versuchter Mord mit 15. Bevor er in den Bau musste, floh er nach Mexiko. Er hatte einen Cousin bei Santa Blanca. Durch ihn bekam er einen Job als Sicario, als Profikiller. Wenn die bei Santa Blanca genau hingesehen hätten, wäre ihnen aufgefallen, dass er nichts drauf hat. Ich meine, versuchter Mord. So wie bei den zwei Typen, die er auf den Vordersitzen eines Autos verfehlt hat. Armselig. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er jedem im Kartell auf die Nüsse ging und sein Arsch wieder über die Grenze geflogen kam. Allerdings fand El Sueño Gefallen an ihm. Perico war lustig. Er kann keine Pistole abfeuern, aber dafür Worte. Also. Guten Morgen, Bolivia! Gab es einen neuen Job. Piratensender. Propaganda über den Aufstieg von Santa Blanca verbreiten. Ein super Tag für Kokain. Aber hey, ist es doch immer. Einen besonderen Gruß an meine Jungs in Pucara, die gerade El Sueños finale Finca bauen. Lass es aber langsam angehen, okay, Jung? DJ Perico ist Sueños Papagei. Geben wir ihm was Neues zum Plappern.
Ja. Hallo. Wo ist denn der Perujok? Da ist er. Ne, Perujok. Ich sag immer Perujok. Oh, ich hab ihn getötet. Ups. Ja, es ist im F anstatt I gedrückt. Oh, Daniel! Und ich bin unfähig. Ja, das hast du gut analysiert. Wir sind jetzt hier wegen der Hauptattraktion in Perujok Spaß. Wie heißt das? Pontiac? Ne, das war ein Pokhara. Pokhara. Pokhara oder Pokhara? Nee. Pokhara wäre ziemlich falsch. Und wir schnappen uns jetzt hier so ein Etwas an Fahrzeug. Nach dem 10. Versuch. Ja, 10. Versuch. Das ist vielleicht der 3. jetzt. Ja. Hier, das Mausoleum. Ganz wichtig. Das ist jetzt auch die Szene, die ihr am Anfang gesehen habt. Zumindest, wenn ihr das Video bei mir schaut. Weil ich das wahrscheinlich reinziehe. Weil es war so blöd jetzt schon wieder. Ich wollte eigentlich ihn eigentlich jetzt wirklich verhören. Aber ich habe aus Versehen F gedrückt statt E und F ist töten, weil Nahkampf war nicht so gut. Ach ja, ja gut. So. Ist so wie es ist, ne? Ja. Mach das Radio aus. Hättest du es bei mir gar nicht angefangen, ja. Doch, du hörst es bloß nicht. Weil deine Kopfhörer zu schlecht sind. Alles klar. Mach's aus. Im Fahrzeug. Ich hab's auch ausgemacht. Nee? Ich kann ja mit Y mach was aus. Und mit R? Ja, jetzt ist aus. Mit Y. Ja, sorry. Wo warst du jetzt gerade? Wir haben so viel letzte Zeit, wir haben Six Siege gezockt, keine Ahnung. Ah, stimmt. Das kann sein. Aber ob man da Y ist eine gute Frage. Ich glaube, nee. Okay, hab keine andere Ausrede. Eieiei, das war ganz schön schlecht. Ey, Felix, kannst du auch mal ruhig halten? Eieiei, ich treffe ja gar nichts. Eieiei, Felix, okay. Fahr weiter. Da treffe ich mehr. Das ist nicht ganz so fein. Eieiei. Der Heli ist zu weit weg. Daran liegt. Ja. Oh, ja, jetzt habe ich keine Munition mehr. Ja. Felix, da hinten raucht's ein bisschen. Ich weiß auch nicht wieso. Verfickte Scheiße! Auf wow. Geht's! Rennen! Eieiei. Ja, endlich. Dom, bitte töte ihn nicht. Wieso? Ich dachte, schalten Sie DJ Perico aus. Steht da oben links. Achso, okay. Neue Mission. Ja, neue Mission. Das Einsatzziel hat sich geändert. Hast du jetzt einfach so beschlossen, hä? Das ist richtig. Ich bin der Einsatzleiter. Ah ja, dann. Falls du es noch nicht weißt. Nee, weiß ich noch nicht. Tut mir leid. Ah, oh, dieser Mörser, ey. Fangt. Ah, da. Fang. Nein, Spaß. Hallo, der hat mich gar nicht bemerkt. So, F und dann tot. Na, schlecht aufgelegt. Oh, fuck. Na, schlecht aufgelegt. Was machst du mit dem? Na, schlecht aufgelegt. Na, schlecht aufgelegt. Hinter mir. Ja. Na, schlecht aufgelegt. So richtig, richtig blöd. Na, schlecht aufgelegt. Ich mach das noch ein bisschen. Ja, ja. Warte noch, bis der Mörser einschlägt, ne? Aufgelegt. Ja, stimmt. Ah, hey, seh mich an! Seh ich vielleicht aus wie ein Sicario? Ihr ja. Müsst ihn töten, Mann! Nein. Warum nicht? Ich hab noch mein ganzes Leben vor mir. Ich hab noch Träume und sowas. Gib uns einfach den Code zur Hauptsteuerung der Station. Okay, okay. Aber ihr habt's nicht von mir, okay? Also, als Benutzernamen gibt ihr ein B-I-D-I-B-O-M. Bidi-Bom! Ah, ich bin gleich tot. Heute wärst du fast gestorben. Heute habe ich dich verschont. Okay, okay. Klar, du könntest den Code einfach ändern. Aber ich werde dich am Leben lassen. Und du sendest dafür weiter und wartest mit der Änderung, bis mein Kollege Pakatari seine Botschaft abgesetzt hat. Verstanden? Pakatari, auch nicht schlecht. Au, au, au. Was ist denn da los hier? Schon wieder Party ohne mich hier. Ja. Das geht ja gar nicht. Hallo. Moment. Wir haben den Code, aber ich bin nicht sicher, ob wir das Signal. Hey Kollege, du musst mir schneller laufen, wenn ich dich treffen soll. Wir wissen von einem Funkexperten, der Rebellen den Zatalaka gefangen hält. Sie müssen ihn befreien. Wir brauchen seine Kenntnisse. Die haben nicht zufällig einen, der frei rumläuft, oder? Nein, und ich habe Den hast du geholt. Bringen Sie ihn zu einem Zatalaka. Aua, 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 da ist ja einer direkt vor der Tür von dir. Felix hier, achtest du nicht auf dein Häuschen? Nee, tut mir leid. Das geht doch nicht. Viel zu so, wir genießen mal ganz kurz noch den Moment hier. Na?
Und wir müssen den Ingenieur finden, Rebelleningenieur. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg. Junge, markierst du? Oh, das ist bei dem Staudamm. Oh, sehr schön, haben wir beide Attraktionen gesehen. Ja. Und das ist auch die finale Mission hier in dem Gebiet. Du weißt schon, dass direkt unter uns schon wieder so ein Raketending ist. Nicht nur eine. Der Felix. Ist zu viel. Alle abgehängt. Ja, sicher? Ja. Mal schauen, wie lang. Das ist eine gute Frage. Aber hier ist ein schöner Ausblick, du. Ja. Machen wir jetzt auf dem Weg zum Staudamm. Gute Frage, wie wir jetzt rangehen. Wieso rangehen? Wir gehen einfach ran. Wir müssen ihn finden. Ich schlage vor. Ja. Wir springen genau 500 Meter über den Punkt ab. Okay, schlagen Rakete, dann. Das finde ich keine gute Idee. Wieso nicht? Weil die Rakete uns schon Naja, das sind wieder deine Skills gefragt, okay. Felix. Ja, hab's abgehängt. Okay. So, flieg jetzt mal dahin. Ja. Ich habe nur gute Ideen, deswegen. Okay. Schauen wir mal. Staudamm. Da fließt ganz schön wenig Wasser dafür, dass unten so wenig und oben so viel ist. Eieiei. Wirkungsgrad nicht effektiv. Kannst du weiter mit dir fliegen? Okay. Ist das da vorne? So eine Art Station. Nee, ich nehme an, das ist die Kontrollstation und wir müssen das jetzt komplett fluten. Ja. Ade, servus, war schön. Ob ich das Glück habe, dass der Helikopter mich erwischt oder ob ich so runterkomme. Sie bewässern ihre Felder damit. Leicht über die Welt. Ich sehe direkt den Generator. Die bolivianische Landwirtschaft ein bisschen überschätzt. Mach mal kaputt. Ja, ich muss jetzt noch landen. Klär schon mal auf. Da ist der Ingenieur, ich sehe ihn. Sehr schön. Glaube ich? Nee, ich sehe ihn nicht. Falsch, ich sehe nicht. Der ist wahrscheinlich im Gebäude. Ah, das ist ein Gefängnis. Ah, das ist ein Gefängnis. Wieso wollte man ein Gefängnis hier bauen? Aber achtet darauf, dass der Gefangene heil bleibt. Ja, deswegen ist es auch so bewacht. Ich will jetzt nicht sagen, dass gut bewacht ist, aber es ist bewacht. Ja. So, Alarm. Felix, habe ich dir erlaubt? Ja, Felix, tut mir leid. Ich konnte den Generator nicht ausschalten, deswegen musste ich improvisieren. So, jetzt gucken wir mal die Drohne. Die richtige auswählen. Machst du wieder Rambazamba oder wie? Nee, wieso? Ja, weil ich so einen Funk höre. Du bist doch der schon wieder, der schießt. Da bin ich aber nicht schuld dran. Wieso nicht? Wenn du schießt, bist du nicht schuld? Ja, wir haben gesehen. Der ist draußen, dieser eine, den wir finden müssen. Weil es auch ein Gebiet gekennzeichnet. Okay. Das heißt, es muss einer von denen sein. So, und jetzt? Angeblich ist der hier in dem Umkreis. Aha. Wir gehen uns nicht erzählen. Ich würde sagen, ja, wir lassen ein paar von den Rebellen frei. Auf geht's, Leute, macht's ja fertig! Ich will nur auf das Tor schießen. Auf geht's. Ja, ich will den doch keinen Angst und Schrecken einjagen hier. Schnappt euch die Waffen, macht sie kaputt. Hä? Wo soll denn der sein? Ist er wahrscheinlich unten? Weiß ich nicht. Oder wir müssen die Mission wie immer wegen eines Bugs neu starten. Heieiei, nicht schon wieder, bitte. Der muss ja da sein. Oder wir haben ihn getötet. Was ich aber nicht glaube. Naja, dann müsste er. Oder er ist unten. Aber das schaut mir. Ah, da hinten! Jetzt sehen wir ihn. Die wollten ihn gerade töten. Gehen wir. Komm mit, Kollege, beweg dich. Also, retten wir ihn. Oh, das ist gar nicht mehr so weit weg. Nehmen wir den Humvee hier. Den Humvee? Ach ja. Der ist cool. Ich fahre. Nein, oh, jetzt wechsle ich die Waffe. Nein, da wollte ich nicht. Felix, einsteigen. Tür auf, rein, Tür zu. Das ist das schwereste Ding. Ja. Kollege, schaffst du es einzusteigen oder hast du Angst vor Humvees? Danke. Landrock heißt der hier. Ey, Kollege, Vorsicht. Rambazamba hier. Meine Wenigkeit zu retten. Sie haben technische. Hallo. Also der lässt sich echt schwammig steuern, du. Du bist hier fest.
Ja, dafür habe ich zu wenig gefahren, um das zu beurteilen. Ich sage, dann habe ich gerade nichts im Kopf, wer sie fahren lässt. Sei froh, dass du den nicht fährst. Ja, bin ich. Aber sehr, trotzdem werde ich trotzdem. Aber viele Fahrzeuge lassen sich sehr unterschiedlich in dem Spiel fahren, ne? Ja. Besonders zum Beispiel das, was wir letztes Mal hatten, ist ein Truck oder dieses Fahrzeug, dieses schnelle. Okay, auf den Einsatz konzentrieren. Sie haben technische Kenntnisse, die für unseren Einsatz brauchen. Der lässt ja richtig krass steuern. Wir wollen DJ Pericos Radius. Ja, ja. Ist es aber ganz komisch irgendwie. Wir waren ja vor kurzem erst. Ja. So, mal schauen. Ich werde wieder eine Abkürzung aller Daniel nehmen, um Sprit zu sparen, globale Erwärmung und so, wissen wir ja. Ja, ein bereits wie das ist. Alles sehr schön. Warum die nicht direkt an der Straße hochgebaut? Ja, das ist mein Gedanke. Ja. Okay, das war ein bisschen zu weit. Die rollt zurück. Das ist das schlecht? Okay, los geht's. Danke Ihnen. Die Sendung könnte ein größerer Sieg für uns sein, als uns klar ist. Oder auch nicht. Carajo, keine Sorge. Ich erledige das und dann sehen wir. Adios, pues. Bleiben Sie am Kartellradio dran. Läuft alles nach Plan. Hören wir Kataris Rede schneller als gedacht. Hua. Gut, ich würde sagen. Ritmo, Waffe freigeschalten. Wir haben das Gebiet Pucara abgeschlossen. Mal schauen, wo wir jetzt demnächst so uns aufhalten. Aber es wird nicht mehr ganz so viele Orte geben für uns. Ja, doch, immer noch ein paar. Aber wir haben schon einige gemacht eigentlich, ne? Ja. Also die Mehrheit haben wir schon. Und ich würde sagen, mit den Worten Hua, so wie der es gerade gesagt hat, verabschieden wir uns aus Ghost Recon und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Dafür enden sie ja sowieso. Also weiter.